Hi. Ja, willkommen herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Ron. Warum ich dieses Video mache, weiß ich nicht, aber ich mach's einfach. Heute ist das letzte Video, also das hier ist das letzte Video, in dem ich 18 Jahre alt bin. Eine Ära geht vorbei. Aber ja, ab morgen wird dann eine neue Ära beginnen, weil da werde ich 19 am 25. August. Und ja, ich wollte ein bisschen erzählen, einfach nur weil ein bisschen Bankkonto wird langsam knapp und ich muss ein paar Videos produzieren, sonst wird das nichts mehr ohne Arbeit. Deswegen wollte ich mal ein bisschen mein 18. Lebensjahr rehypatisieren lassen. Und ja, also es ist auf jeden Fall viel passiert. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen so erzählen. Als ich 18 geworden bin, dann habe ich halt angefangen, so jeden Tag Arme zu trainieren. Und das war wirklich, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Every day is Arm Day. Das ist einfach so meine Lebensphilosophie, das ist einfach, das erfüllt mich. Ihr merkt schon, das Video wird so ein bisschen emotional. Ja, dann bin ich halt 18 geworden. Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass ich so mit Anfang 18 die beste Form meines Lebens hatte. Und dass ich in dieser krassen, ultimativen Berserkerform auch so 200 Kilo Kreuzheben gemacht habe. Auf 4 Wiederholungen. Und dass ich Hammer Curls mit 44 Kilogramm je Kurzhantel genommen habe und dann noch mehr auf 46 Kilogramm, auf 50 Kilogramm. Das war alles mit dabei. Und ja, was war denn das erste große Ding? Genau, das war hier die I Love Personal Training Party 2016. Und auf dieser Party habe ich mich das allererste Mal wie Justin Bieber gefühlt. Ich musste halt da irgendwie mich vorstellen, beziehungsweise ich wurde vorgestellt und ich bin so auf die Bühne gelaufen und da müsst ihr euch vorstellen, 2000 bis 2500 Leute. Ich stehe da, Julian neben mir und weiß einfach nicht, was ich sagen soll, deswegen dachte ich mir, dann war es einfach so. Ich habe dann so mein T-Shirt ausgezogen, dann ich hatte Sixpack, Mixpack, ihr wisst nicht, so damals noch so Formbomb und das war einfach so. Julian stand neben mir, ich ziehe T-Shirt aus, werf T-Shirt weg, Jubel. Viele wissen auch nicht, dass ich damals eine andere Frisur hatte. Ich zeige meine Frisur jetzt nicht, weil die ist richtig wasted. Aber damals hatte ich so eine Son Goku Frisur. Die habe ich dann geändert. Und das war am selben Tag, wo ich meine Big Mac Challenge gegen Nico hatte. Da habe ich 10 Big Macs gegessen. Das weiß auch nicht jeder. Aber das war damals so, ich war schon ein richtig krasser Typ so. Die Leute wussten so, okay, den Typen respektieren wir mal ein bisschen, der hat so 10 Big Macs gegessen. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine fette Nummer. Ja, wie gesagt, ich habe dann halt meine Frisur geändert. Julian hat übertrieben gehatet, aber ich habe halt älter gewirkt und das war natürlich gut so für die Ladies. Und ja. Ja, Leute, und die Story so alles schön und gut, ne? Hat sich alles super angehört. Und dann habe ich Basultan Hengst kennengelernt und es hat angefangen ungefähr 5 Wochen nach der I Love Personal Training Party, ungefähr zu Weihnachten 2016, dass ich dann jedes Wochenende mehrmals im Pearl gelandet bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Alkoholiker wurde, aber ich wurde so ein bisschen Alkoholiker. Trotzdem bin ich noch Maschine, aber ich bin halt ein bisschen hier. Oh weia. Das ging dann jetzt eine ganze Weile so. Bis genau jetzt. Es wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen. Ja. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dann dachte ich mir so, Party, wow, richtig geil. Und ich will das auch. Und dann habe ich meine erste eigene Party gehabt. Und die ist richtig so exploded. Und so, ich dachte mir, ja, man, das ist dein Ding. Naja, so eines der krassesten Events war halt auch die FIBO. Das kennen, glaube ich, die meisten.
was ich da für eine Motherfucker-Aktion gemacht habe. Ich bin doch da rausgelaufen mit meinem krass Strand-Body-betonten Outfit. Die Mädels haben einfach gekreischt. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich habe kurz nach der FIBO ein paar coole Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den YouTuber Mirko. Oder den YouTuber Pharao. Dann ging es auch schon nach Dubai. Kennt ihr Klatscheier? Dubai hat geklatscht. Ja, dann bin ich so braun gebrannt von Dubai zurückgekommen. Wir haben krass Action gemacht. Wir hatten 6000 Euro Villa. Wir hatten eine Yacht. Wir hatten... Ja, dann bin ich halt so von Dubai zurückgekommen und dachte mir so, ich brauche eine neue Party, wo ich wieder Geld mache, damit ich wieder nach Dubai kann. Und dann habe ich meine zweite Party mit DJ Storm gehabt und die war auch relativ erfolgreich. Ja, das war dann kurz vor dem World Fitness Day und der World Fitness Day war einfach auch geil. Und genial und geil und genial und genial geil und ja, das war dann so nach der FIBO nochmal so ein Event, da dachte ich mir so, ja Mann, du bist schon ein krasser Typ. Ja, und was jetzt so gerade abgeht, wisst ihr ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da bin ich relativ aktiv. Ja, Videos kommen ja, sind gekommen, falls ihr die euch auch angeschaut habt, seid ihr auch auf dem neuesten Stand. Da kam ein Video zwar nur einmal im Quartal, aber was soll ich machen? Ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ich habe da gerade noch, ich weiß mal, ob man, sieht man das? Man sieht das nur da so. Da habe ich 5 Spiele, die ich noch nicht angespielt habe. Da muss ich noch auf jeden Fall mich ranhängen. Ja, das war auf jeden Fall ein schönes 18. Lebensjahr. Ja, wie lange geht denn das Video jetzt wieder schon? Oh weia, das Stativ ist hier gerade fast... Mein teures Stativ, da habe ich lang für gespart. Es fängt hier an. Bam! Gönnt euch. Und zum Stabilisieren nochmal ein Fuffi. Boah, das ist doch mal ein Stativ. Und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Morgen bin ich 19. War ein richtig geiles 18. Lebensjahr. Ja, was soll ich noch sagen? Ich probiere das Video gerade auf 10 Minuten zu strecken. Kauft euch mal hier, da steht Chillax. Das da ist Chillax und das ist Playhard. Bestellt gerne über meinen Link, weil auch mit 19 muss ich mich irgendwie über Wasser halten. Und ja, ey, dieser Lichtstrahl, der macht aggressiv für mich. Ja, ich beende das Video mal sicherheitshalber, weil wenn die Kamera anbleibt, weiß ich nicht, was passiert. Kennt mich ja, ich mache immer, kommt nur Scheiße bei raus, deswegen tschüss. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Es sollte irgendwann in 1, 2, 3, 4 Monaten, ich meine Tagen kommen. Tschüss. Krass, ey, ich habe was voll Wichtiges vergessen. Das darf man doch nicht vergessen. Vor allem als YouTuber. Das macht doch jeder YouTuber. Die Abmoderation. Genau, wenn euch das Video nämlich gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann teilt das Video doch bitte auch an all eure Freunde, damit alle es sehen. Und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Weil in Zukunft werden weiterhin richtig viele Videos folgen, die alle richtig lustig sind und auch natürlich sehr informativ. Kennt man ja von mir. Und ja, was
mehr kann ich gar nicht. Fickt euch, 10 Minuten sind voll. Ja, ja, ja. Depp. Depp und all die Haters.